Hi, ich hatte Lust, heute mal ein bisschen darüber zu reden, wie ich zur Meditation gekommen bin und wie ich das Ganze so gelernt habe. Weil ich finde einfach, Meditation ist so voll eine wichtige Sache, die einen selber ziemlich weiterbringen kann und einen helfen kann, zum Beispiel besser mit den eigenen Gefühlen umzugehen oder die dazu führen kann, damit man einfach so eine niedrige Grundanspannung auch im Alltag hat. Und innerlich auch loslassen kann, man weniger einfach so verkopft ist, ja, und eben auch so zu so einer Art inneren Frieden führen kann. Ja, also das erste Mal so gehört hatte ich von Meditation so während meiner Schulzeit, als wir im Rallye-Unterricht Buddhismus hatten. Allerdings wurde das da nur in so einer, keine Ahnung, man musste so eine Gruppenarbeit machen und dann so Stationen durch und man hatte dann dadurch kaum Zeit, eigentlich sich wirklich damit zu beschäftigen. Was ich eigentlich voll so schade fand, weil das Thema hatte mich dann halt wirklich interessiert und dann hatte ich kaum Zeit, mich da genauer einzulesen. Ja, und dann war es dann aber so, dass ich ja nach meiner Schulzeit eigentlich so ziemlich direkt dann in die Klinik gegangen bin. Also es war halt so, dass ich mich da irgendwie durchs Abi durchgequält habe. Und ja, weil ich wollte halt meine, keine Ahnung, ich wollte halt nicht irgendwie eine Pause so während meiner Schulzeit machen oder so. Ich wollte es hinter mir einfach haben und ja, deswegen bin ich halt erst danach in Therapie gegangen. Und ich habe dann so eine DBT-Therapie gemacht. Das ist eine Therapie speziell für Borderliner. Und das Tolle daran war, dass man dort auch immer so Achtsamkeitsübungen gemacht hat, wo ich finde, dass sie auch was so ziemlich Meditatives haben. Das heißt, wenn wir uns morgens in der Tagesklinik so alle Patienten so getroffen haben im Stuhlkreis, dann war es so, dass wir wirklich erstmal so eine Achtsamkeitsübung gemacht haben. So, keine Ahnung, 1, 2 Minuten lang. Und ja, also ich finde, das ist echt voll die gute Sache, dass man dann halt morgens wirklich so erstmal kurz entspannt, wenn man gerade angekommen ist und dann. Ja, auch nachmittags, bevor wir dann wieder nach Hause ist, fand dann in der Abschlussrunde auch wieder, ich glaube, eine Achtsamkeitsübung statt. Und ja, ich finde das einfach so eine super Sache. Und es gab dann sogar eine einzelne Therapie, die sich Achtsamkeit nannte. Und dort hat man dann auch so alle möglichen Übungen kennengelernt, die man machen kann. Zum Beispiel jetzt beim Gehen, aber auch mit irgendwelchen Sinnen, das heißt irgendwie welche Sachen man irgendwie hört oder riecht oder schmeckt, dass man das halt wirklich nur so diese einzelne Sache wahrnimmt und wegkommt von diesem Autopiloten mit allen möglichen Sachen so auf einmal machen und diesem inneren Stress, sondern wirklich nur so eins nach dem anderen. Und ja, dadurch vielleicht auch wieder lernt, mehr zu entspannen. Und was dann auch noch eine tolle Sache war, war, dass es dann auch mittwochvormittags immer so eine Tai Chi-Gruppe gab, wo man hingehen konnte. Und dadurch habe ich auch so das erste Mal in meinem Leben Tai Chi ausprobiert. Und ja, also ich finde, es tut einem auch selber so voll gut, wenn man so, weiß nicht, so diesen Atem so einfach tief in sich reinfließen lässt und nicht nur so oberflächlich atmet, wie man das sonst vielleicht ab und zu so im Alltag macht. Und ich finde, es hat halt auch was ziemlich Entspannendes und ja, ich finde, es tut einem auf jeden Fall gut. Leider war es dann aber so, dass als ich aus der Klinik entlassen wurde, ich die Übungen leider nicht weiterverfolgt habe, was ich auf jeden Fall hätte tun sollen, weil das einem auf jeden Fall gut tut. Dann war es auf jeden Fall so, dass ich noch in einer anderen Klinik war
weil mir empfohlen wurde, noch eine weitere zu machen, die halt auf spezielle andere Dinge spezialisiert ist. Und die Klinik war größtenteils kacke. Es gab dort aber PMR, also progressive Muskelentspannung, was eigentlich auch eine ziemlich gute Sache ist. Dabei tut man halt so einzelne Muskeln anspannen und dann wieder loslassen. Und das soll dazu führen, dass man halt besser entspannen kann. Aber ich muss sagen, PMR ist nicht ganz so meins. Also ich denke, das hilft auf jeden Fall vielen Menschen. Aber für mich persönlich, ich weiß nicht. Also entweder ich fange dann an, zu verkopft zu sein, weil ich ja nicht einpennen will währenddessen. Und ja, dadurch kann ich dann halt wirklich nicht entspannen, wenn ich mich zu arg drauf fokussiere. Ich darf jetzt nicht einschlafen, ich darf jetzt nicht einschlafen. Oder aber mir ist es passiert, dass ich dann eingeschlafen bin. Also irgendwie, bei mir klappt das leider nicht so gut. Es war aber auch so in der Klinik davor, dass mir auch einige Achtsamkeitsübungen schwer fielen. Zum Beispiel, wenn wir so eine längere Körperreise gemacht haben, wo wir uns halt 20 Minuten hingelegt haben oder sogar noch länger und wir uns einfach von der Konzentration so in jedes einzelne Körperteil in uns gehen sollten. Weil bei mir es halt auch oft so war, wenn ich halt wirklich mal längere Zeit nichts getan habe und nur rumlag oder so, dass dann halt unangenehme Bilder so von früher hochkamen, also sogenannte Flashbacks oder einfach irgendwelche schwierigen Gefühle, was dann halt auch anfangs wirklich echt schwierig war. Ja, dann war ich das dritte Mal in der Klinik, das war dann im Sommer. Und, also letztes Jahr. Und dort habe ich meinen Freund kennengelernt. Und er hat morgens immer so um 6:30 schon sich auf die Wiese draußen hingelegt und hat dann Tai Chi gemacht. Und das hat mich dann selber irgendwie auch motiviert, auch wieder ein bisschen damit anzufangen. Ich habe das dann aber leider auch wieder nicht so lange verfolgt und nur eine kurze Phase lang gemacht. Dann war es dieses Jahr so, dass ich immer wieder so kurze, ich weiß nicht, Erleuchtungserfahrungen hatte oder wie man es nennt, also einfach, man kann es auch so nennen, dass die Identifikation mit dem Ego aufgehört hat. Anfangs aber immer nur für wenige Stunden. Und dann war es so, dass ich irgendwann mal wirklich so beschlossen hatte, okay, ich ziehe das mit dem Meditieren jetzt wirklich mal komplett durch. Und dann habe ich eine Woche lang konsequent immer meditiert, sobald mein Ego auf eine destruktive Art und Weise da war. Und dann bin ich auf eine Goa auch gegangen. Also ich war wirklich, keine Ahnung, die Identifikation mit dem Ego war davor schon so annähernd weg. Und ja, dann bin ich dorthin gegangen und kam dann halt auch während dem Trip auf der Goa in so in diesen Fall rein, von dem viele sprechen. Und ja, ich habe dort dann halt auch so kurze Zeit währenddessen halt eben so meditiert und ich finde, dieser Fall ist halt ja wirklich so in meinen Augen auch tiefste Meditation, weil es einfach pures Loslassen ist. Dann habe ich halt auch geschaut, dass ich das dann so täglich kultiviere. Es ist aber so, dass ich jetzt momentan auch noch immer wieder so rausrutsche. Also das heißt, dass mein Ego immer wieder auch noch auf destruktive Art und Weise da ist. Dass es dann aber wieder auch nur auf positive Art und Weise da sein kann. Ja, das ist eigentlich Bewertung, positiv und negativ. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, was wollte ich sagen? Ich bin gerade nur geflasht, weil die Sonne wieder rauskommt. Sieht voll schön aus. Ja, also zeitweise fiel es mir sogar in den letzten paar Tagen extrem schwer zu meditieren. Wenn man zu verkopft ist, dann kann es halt sein, dass man so in voll diese Gedankenschleife reinkommt, wo man so absolut nicht mehr rauskommt irgendwie selber. Ich würde aber sagen, zum einen, je schwerer es einem fällt, zu meditieren, umso mehr nötig hat man es.
Aber das heißt nicht, dass man sich immer zum Meditieren zwingen sollte. Das heißt, man weiß nicht, man kann auch einfach nur irgendwie handeln und aufhören zu denken. Einfach, ja, einfach ist es nicht, aber wenn man wirklich nur rumhockt und nicht wirklich, weiß nicht, sich immer mehr in diese, sich die Gedanken immer mehr in einen reinfressen, dann hören die Gedanken halt in der Regel auch nicht auf. Und genau, ich habe was vergessen zu sagen. Hey. Bei meinem letzten Klinikaufenthalt war es dann halt auch so. Jetzt wusste, ja, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte, aber ich bin dann irgendwie rausgekommen. Oh Mann, chaotisches Video. Egal. Ist alles so wie immer. Genau, da gab es auch so eine angeleitete Meditation, zu der man freiwillig gehen konnte. Von in irgendeinem christlichen Priester. Ich weiß nicht mehr, ob der katholisch oder evangelisch war. Aber das war so gemacht, dass man da hingehen konnte, egal an was man jetzt irgendwie geglaubt hat. Was ich ziemlich gut fand. Und dort habe ich dann so kennengelernt, dass es auch sowas wie Gehmeditation gibt. Und man eben nicht nur im Sitzen meditieren muss und da still hocken muss. Und es hat mir dann so den Einstieg halt auch erleichtert, weil, wie ich ja schon vorhin beschrieben habe, hatte ich ja, wenn ich zum Beispiel irgendwie ruhig warte, deutsche Sprache, ich bin gerade verwirrt, rumgelegen bin, keine Ahnung. Wo ich rumlag, so. Welche Flashbacks und schwierige Erinnerungen. Und wenn ich dann aber eine Meditation gemacht habe, wo ich mich dabei bewegt habe, da ging das viel eher. Und ich habe dann zum Beispiel auch ausprobiert, zum Beispiel während dem Tanzen eine Meditation zu machen. Und das kann ich auf jeden Fall auch Leuten empfehlen, die so eine starke innere Unruhe haben. Weil, ich weiß nicht, mir fällt es mit einer Bewegung meistens leichter. Das dann irgendwie, weiß nicht, dann irgendwie loszulassen, als wenn ich dabei sitze. Der Punkt ist halt auch, man kann wirklich eigentlich auch immer meditieren, egal was man macht. Es kommt immer halt auch auf diese innere Haltung an. Das heißt, man kann selbst beim Abwasch meditieren. Also, wenn man einfach so voll im Jetzt ist und ja, diese einzelne Tätigkeit total achtsam macht und ja, innerlich loslässt, so würde ich sagen, kann man wirklich so alles dafür nutzen. Was wollte die Alex jetzt noch sagen? Sie hat es schon wieder vergessen. Während der einen Erleuchtungserfahrung, die über eine Woche angehalten hat, war es dann auch so, dass ich dann, weiß nicht, ich konnte tatsächlich dann zeitweise sogar überall meditieren, egal wo und ja, egal wie ich es wollte, also selbst sitzend, obwohl das mir so im Alltag, weiß nicht, obwohl das manchmal schwierig für mich sein kann, habe ich sogar mal ausprobiert, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Blödsinn gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, Spiritualität und so und Meditation sind so eigentlich so voll die wichtigen Themen, so für die eigentliche Entwicklung. Aber ich bin halt öfters einfach jemand, der ziemlich viel Quark macht. Und dann habe ich so ausprobiert, ob ich zum Beispiel sprechen kann, während ich meditiere. Und das hat teilweise auch hingehauen. Und dann habe ich so ausprobiert, ob ich so zwischen Nicht-Meditation und Meditation hin und her wechseln kann. Und das habe ich dann einmal so auf die Spitze getrieben, dass ich so eine Sekunde lang meditiert habe, dann wieder nicht, dann eine Sekunde lang meditiert habe, dann wieder nicht, dann wieder meditiert habe, dann wieder nicht. Und ja, ich weiß, Meditation ist eigentlich nicht für sowas da, um damit rumzublödeln. Wobei, wenn man dabei loslassen kann, ich weiß es nicht.
Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß dabei. Was ich damit aber sagen will, ist, es gibt einfach keine festen Regeln, wie ihr meditieren sollt. Also der Grund, warum es vielleicht bei dir momentan nicht so gut klappt, ist einfach, dass du vielleicht einfach irgendeine Methode anwendest, die dir selber nicht gut zusagt. Wenn du aber irgendwie sowas Individuelles irgendwie ausprobierst, was dir selber gut tut, dann kann es sein, dass es für dich viel einfacher ist. Also wenn du einfach so auf deine eigene Art und Weise meditierst. Ich finde es dann zum Beispiel auch selber okay, sich zum Beispiel auch mal zu kratzen, wenn es einem juckt währenddessen oder so. Weil bei mir ist es dann auch so, wenn ich, keine Ahnung, mir dann irgendwie verbiete zu kratzen, weiß ich, das, dann fällt es mir schwer loszulassen. Oder also mich bringt es nicht raus, wenn ich mich kratze. Es bringt mich eher raus, wenn ich mich nicht kratze. Oder wenn man irgendwie komisch rumhockt und merkt, ja, wenn ich mich jetzt anders hinsetzen würde, das wäre jetzt mehr Selbstliebe, dann würde ich mich auf jeden Fall auch irgendwie anders hinpflanzen. Also, ja, bei mir persönlich ist es einfach so, dass es dann irgendwie viel besser klappt, wenn ich das so auf meine eigene Art und Weise mache. Also, ich finde, es braucht da nicht zwingend strenge Regeln zu meditieren. Wenn einem selber die strengen Regeln gut tun und es bei einem gut klappt, dann kann man das auch gerne machen. Aber bei mir persönlich ist es einfach so, je freier ich das mache, die Meditation, umso freier fühle ich mich auch. Also, ja. Abschließend möchte ich halt auch noch sagen, dass es halt wirklich auch jeder hinkriegen kann. Also, selbst wenn man jetzt wie ich irgendwie ein Trauma hat und dann schwierige Sachen hochkommen können, wenn man länger ruhig ist. Oder selbst wenn man wie ich Borderline hat und dann auch Probleme mit innerer Anspannung hat und loslassen und so weiter. Selbst dann kann man es auch hinkriegen. Oder selbst wenn man irgendwelche Ängste hat, das habe ich auch, und die dann hochkommen können, wenn man meditiert. Das geht trotzdem. Ich finde, das kann eigentlich wirklich jeder hinkriegen. Und jeder kann davon profitieren, wenn das halt, ja, auf die Art und Weise macht, die am meisten für einen Selbstliebe ist. Ja.